Naishadhikasana ist die Bezeichnung einer Gruppe von Asanas. Es gibt einen bestimmten Text, der klassifiziert die Asanas in drei Gruppen. Da gibt es Uttanakasana, Parshvasashayi und Naishadhikasana. Uttanakasana sind Stellungen mit intensiver Dehnung, Vorwärtsbeugen, Rückwärtsbeugen und so weiter. Parshvasayi sind Seitdehnungen und Drehungen. Naishadhikasana sind die eher meditativen Stellungen, denn Naishadhika sind die Stellungen, die den Geist zur Ruhe bringen, die Leid überwinden, helfen und Wonne erzeugen. Man könnte auch sagen, wir üben die ganzen Hatha-Yoga-Dehnübungen, Uttanaka, und die Drehübungen, Parshvasayi, um nachher besser meditieren zu können. Hier einige der Naishadhikasanas. Padmasana, der Lotussitz. Annika zeigt es gerade. Ardha Padmasana, der halbe Lotussitz, in dem bin ich gerade. Dann Siddhasana. Annika zeigt gerade Siddhasana. Und Ardha Siddhasana. Dann gibt es Muktasana, die Unterschenkel voreinander. Es gibt Sukhasana, der Schneidersitz. Das sind die wichtigsten. Dann gibt es ein weiteres Naishadhikasana, zum Beispiel den Fersensitz, Vajrasana, oder auch die Füße dabei auseinander. So bist du in Bhekasana, auch Mandukasana genannt. Manche bezeichnen auch Gomukhasana, die Kuhmaulstellung, als Meditationssitz, wo du die Oberschenkel übereinander gibst. Eine etwas exotischere ist Agnistambhasana, wo du die Unterschenkel übereinander gibst. Das sind einige der Naishadhikasana. Gut, noch genannt werden sollte Bhadrasana, Fußsohlen zusammen, Schmetterling, Knie nach außen, auch genannt Baddha Konasana. Und natürlich gibt es auch noch Asandasana, das Sitzen auf einem Stuhl, auch Lalitasana gehört dazu und viele andere. Wenn dich das mehr interessiert, die Sitzhaltungen für die Meditation, dann gehe auf yoga-vidya.de oder in die Yoga-Vidya-App und suche dort nach Sitzhaltung oder Meditationshaltung. Und wenn dir das gefällt, dann oder dieses Video gefällt, klicke auf Gefällt mir, Daumen hoch und teile es mit anderen. Annika, Sukadev und Eduard hinter der Kamera von www.yoga-vidya.de wünschen dir viel Spaß beim Yoga und tiefe Meditation in einer der Naishadhikasanas.